Hey, da war! Da geht der erste Turm down. Holy moly! Oh, ich hab die falsche Waffe drin. Ja, da sind wir auch wieder und ihr seht, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wir wurden angegriffen und ich hab's. Ist meine Schuld ein bisschen. Ich hab's ein bisschen verrafft, die Taste zu drücken. Und hab mich eher mehr gewehrt, weil ich Angst um mein Leben hatte. Mein Balken war ungefähr hier, also noch bei schätzungsweise 2%. Dann wäre ich gestorben. Mein gut, ich habe jetzt nicht so viel bei mir, wäre es nicht ganz so tragisch gewesen, aber trotzdem. Diese. Oh, da unten? Was ist denn da los hier? Irgendwo an der Mauer. Ach, hier oben, okay, da war der Turm. Ja, wir müssen ganz schnell, wir müssen ziemlich schnell hier oben eine Verteidigung aufstellen. Ja. Da sammeln sie sich auch schon wieder. Und, sammeln die sich ja schon wieder? Ja, ich habe gerade ein paar getötet. Entschuldigung. Ja, es wird Zeit, dass wir die bessere Munition kriegen. Weil wenn wir die haben, dann kann ich natürlich auch mal hier on Tour gehen. Ja, richtig. Ja, das Problem ist, wir haben eins. Ja, auch mal ein bisschen Action gibt. Wir haben einen Fehler in der Forschung gemacht, und zwar haben wir bis jetzt nicht ein einziges Mal Laborgeschwindigkeit erforscht. Deswegen dauert das, zieht sich gerade mega. So, ich setze mal hier noch einen dritten Turm hin. Denn da Kohle hingekommen. So. Cool. So. Ja, dann macht er mal die Laboreffizienz. Ich muss schon wieder gucken, dass es mit unseren Ärzten läuft. Das ist ja hier Wahnsinn. Eine ganze Kohle loswerden, die ich hier im Inventar hatte. Oh, da war ein Autosave. Ja. Sehr schön. Ha! Ich hätte ja eine Idee, ne? Zum, das ist eine Idee. Zum Thema, wir haben doch eingestellt 10 Minuten Autosave. Ja. Würden wir jetzt 20 Minuten einstellen, dann wüssten wir, oh, Autosave, jetzt müssen wir, jetzt ist die Folge vorbei. So als Gedankenidee. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Das heißt aber, wenn wir ein so ein Ding verpassen, dass wir natürlich dann warten müssten. Deswegen, stimmt auch wieder. Finde ich das jetzt ein bisschen suboptimal, um ehrlich zu sein. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich finde schön, dass die Eisenproduktion jetzt endlich läuft. Jetzt kann ich mal so 15 von den Erzförderern herstellen. Jawohl, jetzt geht's ab hier. Ah, Strom haben wir noch genug. Und dann gebe ich jetzt richtig Gas hier beim Erz. Das ist ja der Wahnsinn. So, können wir eigentlich schon, ja, natürlich können wir das. Baue ich auch mal die schönen großen Mittelstrommasten. Ihr seht, die Reichweite ist um einiges geiler. Okay, das ist wieder ärgerlich. Da kommen sie schon wieder. Die werden, ja, jetzt, also jetzt sind sie richtig stinkig. Jetzt wollen sie hier echt eine... Dann warte mal, bis ich hier fertig bin. So. Das haben wir jetzt. Ach ja, jetzt können wir das mal gucken. Jetzt habe ich hier Mülldeponie. Ich baue mal eine Mülldeponie. Oh, warte, da will ich mit dazukommen. Wo bist du? Da oben. Okay, ich habe jetzt drei Mülldeponien gebaut. Die Mülldeponie ist 4 Felder groß. Oh. What? Alter, das ist aber teuer. Warum? Das waren jetzt 60 Steine. Ja, ist doch in Ordnung. Da traue ich mich ja gar. Das ist ja auch ein relativ tiefes Gewässer hier, ja. Da muss man natürlich auch mal aufpassen auf Seestürme. Seestürme. Ja. Seestürme. Das ist ganz wichtig. Deswegen braucht man da auch sehr viel Stein. Ja, damit man auch die ganze Tiefe überbrücken kann. Oh. Der Doskas hält mich bestimmt gleich für irre, wenn er das sieht. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, das mag der an mir. Die Verrücktheit. Habe ich es auch noch falsch gebaut. Noch viel schlimmer. Nee, den habe ich falsch gebaut. Wenn ich schon unten bin, kann ich doch auch gleich Mauern mitnehmen, ich Depp. Ich mach's jetzt hardcore, ich nehme jetzt alle Ziegelsteine unten raus. Aber mach doch. Es sind ja jetzt nicht so viele, vor allem weil der Brennstoff da ausging bei einem.
Und? So. Passt. Wieso hat er... Wenn jetzt mal was anderes, ne? Wenn ich da... Dann baut er auch mit Stein ab, ne? Das ist ja blöd. Ja, richtig. Gut. Da müsstest quasi irgendwie... Ja. Ja, es ist doof, geregelt. Da kannst du nur ein Sortierungssystem quasi machen. Mit den, ja, mit zum Beispiel dem System, was ich dir vorhin gezeigt habe. nee, das geht dann nicht. Weil das ja abwechselnd. Genau, weil es abwechselnd kommt. Ja, so. da bräuchst du wirklich die Arme. Jetzt würde ich gerne fertig bauen, was habe ich wieder nicht? Fließbänder. Jawohl. So, ich baue mir jetzt einfach eine Straße hier rüber. Nein, hat nicht gereicht. Es waren so viel Stein. Oh. Ich wollte ja, weil wir haben doch da oben eine Kiste, hast du gesagt, mit Fließbändern. Ja. Cool. Wo ist sie denn da? Aber es reicht für meinen Tunnel. Es ist so mega unlogisch, aber... Was denn? Es ist so gut einfach. Na toll, also, das finde ich jetzt nicht schön. Was denn? Also ich finde, das hättest du ruhig hier unten hinbauen können. Warum muss denn da jetzt ein Knick im Fließband sein? Ja, ist okay. Warte, geht das überhaupt? Wahnsinn. Ja, das geht sogar. Ich bin mit dem Komfort einverstanden. Freut mich sehr. Das werde ich jetzt, glaube ich... Na, das wird jetzt ein bisschen abstrakt, was ich jetzt hier baue. Okay. Ja. Oh, was ist denn hier das passiert? Hat aber einen Grund. Da hat irgendjemand Kohle aufs Band gelegt. Ja, das habe ich mich vorhin schon mal gefragt. Ich glaube, ich habe wieder irgendeinen Greifer falsch gesetzt. Ja, ich weiß nicht. Das Band bei den Zahnrädern war voll mit Kohle gerade. So, ist jetzt wieder weg. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Das weiß ich allerdings auch nicht. Ali, nix schuld. So, warum sich jetzt vielleicht einige so ein bisschen fragen, warum ich das jetzt so mache, weil wenn ich das jetzt alles nur hier drauflaufen lasse, dann staut sich das einfach nur und so umgehe ich das einfach ein bisschen. Deshalb, ihr werdet gleich verstehen, warum ich das so mache. Hoffe ich zumindestens. So, ich fange jetzt an, die Fließbänder abzugraden und gleichzeitig muss ich aber auch schauen... Ich glaube, ich baue erstmal die 91 Mauern. Oh, hätte ich das ganz gerne noch angeschlossen. Wunderbar. Ja, ihr seht jetzt das. Hier oben kommt so viel Eisen an. Mehr geht wirklich nicht, weil halt hier einfach das Maximum fließt. Und ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8 Dinger produzieren hier gar nichts mehr. Weil die einfach nichts abgeben können. Wir können ja gerade mal hier ein bisschen Eisen rausnehmen. Und das so hier reinstopfen. Und... Genau, in der Zeit. Und bei mir ist jetzt einfach gerade so, ihr seht jetzt einfach, hier staut sich's. Schon auf dem einen Fließband, war aber eigentlich relativ logisch, weil da gerade mehr durchläuft. Das werde ich jetzt aber gleich noch regeln. Und beim anderen kann immer wenigstens noch so ein bisschen nachlaufen. Das heißt zumindest, dass wir in der einen Produktion jetzt schon mal definitiv genug Erz haben. Was jetzt aber auch zeitgleich für mich bedeutet, wir können jetzt hier den Teiler wieder hinsetzen. Oder auch so nicht. Den Teiler können wir so hinsetzen. So. So, ich musste eben was gucken. Das war nämlich doof, was wir hier machen. Da der Tunnel hin, das kann ich da anschließen. Okay, reißen wir das Ganze nochmal ab. Genau. Im Übrigen haben die Werkzeuge auch Haltbarkeit. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht so explizit erwähnt. Ja, ich weiß es, aber ich fand es, glaube ich, auch noch gar nicht so wichtig. Ja, ist so, jetzt auch nur so eine beiläufige Information. Das heißt jetzt, ihr seht jetzt hier, dass jetzt auch theoretisch soll das jetzt bis zum letzten Ofen reichen. Da müsste jetzt eigentlich genug ankommen. Und irgendeiner baut hier mit Stein ab. Gleich nochmal hintergehen, nochmal gucken. Es reicht sogar nicht,
Toll, jetzt habe ich da Stein drin. Nein! Oh je. Ihr seht schon, er hat alles unter Kontrolle, alles im Griff. Ja. Ja, das ist. Und bald ist alles im Arsch. Ja, ich alter Factorio-Profi. Welcher von euch. Wo ist denn hier Stein? Weißt du, vor allem habe ich gerade 15 Stück von den Dingern gebaut und frage mich jetzt, welcher von denen baut jetzt Stein mit ab? Scheiße. Ah, es ist schon mal die Reihe. Was brauche ich denn hier für die Dinger? Eisenplatten, natürlich, was frage ich denn so blöd? So, Kette einmal hier. Nein. Das heißt, ich muss jetzt hier mal die ganze Reihe nochmal abbauen. Mich jetzt zu fragen, wo da jetzt der Stein drunter ist. So, ich nehme jetzt hier, ich kurbel jetzt die Produktion an. Ich habe jetzt ziemlich viele Ressourcen nochmal gefressen hier. Und jetzt gucken wir mal. Den Turm setze ich nämlich jetzt so erstmal hin, um zu schauen. Da muss nämlich hier der Greifer hin. Und jetzt weiß ich. Leute, ich sehe es nicht. So, ich glaube, der gute Doskias muss mal da runter. Ah, da. Siehst du, man muss nur mit mir, gut. Mit meinem Namen muss man nur drohen und schon klappt das. Gut, ich habe zumindest mal die beiden gefunden. Die Schand, die Übeltäter. Problem ist ausgemerzt. Ja, und ich habe mein Problem korrigiert. Meine Unnötigkeit. Das heißt für mich, dass ich jetzt hier das alles nochmal abgreifen darf, weil hier überall irgendwo Stein damit dabei sein kann. So. Jawohl. So. Dann einmal hier durch. Jawohl. Weil es so schön ist. Traumhaft. Deine Lieblingsforschung kommt jetzt. Oh! So. Neues was Achievement. Dann? Produziere 20.000 Eisenplatten pro Stunde. Ist ja auch mal ein nettes Achievement. Und ich frage mich, warum du keine kriegst. Das frage ich mich auch. Liegt es daran? Das wäre aber ein bisschen kacke. Mal hat er Eisenplatten gesagt? Oder Eisenplatten? Ja, nee, das müsstest du ja kriegen, wenn es abhängig wäre, wer die Gebäude baut. Weil ich habe ja nicht einen einzigen Ding gesetzt. Ja, aber ich war doch letztens in einem Safecamp von dir mit drin. Und da habe ich die Achievements ja schon bekommen. Ja, guck mal oben rechts. Weil meine Achievements, die ich da auch damals bekommen habe, sind alle nicht drin. Also ich habe wirklich, bei mir steht, wenn du draufklickst, steht bei mir dran 2 von 38. Bei mir 6 von 38. Okay, dann hat es sich bei dir gemerkt. Oh, hoppla. Hab ein schlaues Team. Die Wahrheit ist halt, weißt du, Thema Cheaten und so, ne? Ja. Wir verstehen uns. Ich glaube. Oh, hier fehlt die Verbindung, jetzt. So, das Steinproblem wäre gelöst. Das finde ich sehr schön. Oh, was mache ich da? Was ist denn jetzt? Die Türme werden gerade entleert. Da waren die Greifer falsch rum drauf. Die Fließbänder laufen gerade voll mit Munition. Stopp. Das ist natürlich schon wieder. Oh, und zwar alle. Was soll ich dazu sagen? So. Oh, ich. Ist natürlich hier die. Was? Da reißt er wieder irgendwelche Sachen ab und schon ist der Strom wieder aus. Vor allem, ich reiß was aus der Mitte raus, ja. Und die ganze Anlage steht. Ja, Ruhe bewahren. Ja? Der macht aber auch immer einen Stress hier. So, währenddessen müssen wir mal überlegen, wie kriegen wir jetzt hier eine Munitionsproduktion hin, eine vernünftige. Wir brauchen Kupferplatten und Stahlträger. Stahl haben wir hier in Mengen und Kupfer haben wir hier oben. Das heißt, wir könnten hier perfekt, ja perfekt, wir könnten direkt hier am Fließband eigentlich arbeiten. Deswegen spielen wir mal. Wir machen mal den modernen Holzfäller. Moderne Holzfäller. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Ah, das passt ja wunderbar. Dann kriegen wir nämlich auch ein bisschen von dieser Schrottmunition weg. Natürlich. Schrott. Pedamos, natürlich passt das wunderbar. Habe ja auch ich gebaut. Schon von Anfang an geplant, dass es so passt. Verdammt. Nee, es passt nicht. Was?
Wir müssen den Teiler umsetzen. Nee, wieso? Hä? Die Kohle muss doch gar nicht so weit. Das Eisen muss so weit. Ja, aber wenn ich die da und der Teiler... Ja? Setzt den Teiler mal hin? Genau. So, und Teiler will nach oben. Ach so. Der glaubt mir aber auch nichts. Nix glaubt der mir. So. Was machst du denn da? Ich will was testen, ob das geht. Nur aus Neugier eben. Ob der das greifen kann. Warte. Ha! Siehst du? Das ist ein sogenannter Stopper. Mir vollkommen egal. Ich finde den Turm das ist so viel schöner. Aber du darfst es von mir aus gerne da so lassen. Nee. Schade. Nee. War aber nicht. Komm, das kannst du zugeben. Das war eine gute Idee. Ja, da gebe ich dir recht. Wir brauchen Stahl. Wir machen das jetzt mal ganz simpel. Wir nehmen. Das ist Hardcore. Nee, wir nehmen hier so einen Teiler. Den setzen wir nicht dahin. Ah, wenn das jetzt ausgerüstet ist. Aber funktioniert das überhaupt, was der hier tut? Das funktioniert, okay. Wenn der Doskers was sieht. Ja, was sehe ich nicht hier? Doch alles gut. Ja, gell, alles schön. So. Aha! Da macht er schon wieder was. Jetzt hat er schon wieder seinen Teiler da. Ich brauche Stahl. Das sagen sie alle. So, wir filtern ja. Hier mal raus Kupferplatten. Da. Ich wollte eigentlich ja mal rote Fließbänder setzen. Dazu kam ich jetzt noch gar nicht. Warum denn? Mann, alles muss man hier selber machen. Weil ich mich jetzt eher um die extreme Munitionsproduktion kümmern wollte. Ah. Machen wir lieber so ran. Erstmal 1, 2, 3, 4 davon. Dann brauchen wir nur noch ein paar Fließbänder. Ja, also wie ihr seht, wir wollen natürlich alles schön automatisieren, weil wir stinkend faul sind. Ja, so wollte ich es jetzt zwar nicht formulieren, aber genau. Doch, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. So. Ich kann da super mit leben. Oh, da geht's ab da oben hier. Ja. Wow. Jawohl. Der helle Wahnsinn. Zum Glück war die Mauer ein bisschen da. Ja, so wie zum Thema, die Mauer muss weg. Ja, das Problem ist, dass ich hier. Also eigentlich. Wir müssen später die Mauer noch weiter hoch. Weiter hoch verschieben. Ja, mal definitiv. So. Aha. Jetzt müsste der hier. Ja, hier kommt jetzt schon die. Ich werde jetzt auch hier vereinzelt überall diese Popelmunition erstmal rausklatschen. So. Eine arme Munition. Dass jetzt hier die Dinger betankt werden. Man muss dazu sagen, in diesem System, gleich von vorne weg, man sollte, habe ich jetzt leider vergessen, man sollte blaue Greifer hinsetzen, weil die Türme speichern nur maximal, beziehungsweise die Greifer legen nur maximal 10 Patronen rein. Und wenn dann eine Gegnerhorde kommt und da steht ein gelber Arm, dann ist der Verbrauch höher als die Zulieferung. Deswegen ganz wichtig, alles also schön mit. Also hast du es verkackt. Ja, ich hab's verkackt und muss jetzt erstmal hier überall hinrennen. Das du bist mal ein bisschen, naja, das Kind beim Namen zu nennen, auf gut Deutsch. Ja, ist ja auch alles nicht schlimm, aber wir sind ja schon wieder folgentechnisch hier leicht drüber. Ja, wir nähern uns sogar, drüber sind wir noch nicht ganz, aber wir nähern uns der Aufnahme das Ende der Aufnahmesession. Ich glaube, es wird wirklich Zeit. Ich verliere meine deutsche Sprache. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig so am Anfang. Deswegen, ich will jetzt auch einfach noch so ab, was wir jetzt alles mal so bisher so gemacht haben. Ist ja noch nicht allzu viel. Das stimmt. Also es hält sich ja im Moment noch im Grenzen. Wobei nicht allzu viel ist jetzt auch gut gesagt. Ich glaube, wir haben jetzt, das müsste Folge Nummer 7 sein. Ich glaube, ja.
Also von daher, ich finde, wir sind schon relativ weit gekommen. Halt außer produktionstechnisch hier läuft's gut. Das nächste Mal werde ich dann auch noch Kupfer umstellen, die Kupferproduktion hier. Und zwar auch so, dass sie auch von beiden Seiten läuft. Also da geht dann schon noch einiges. Ich weiß gar nicht, Strom? Stromtechnisch läuft's auch noch super. Oh also, ja, da läuft's richtig gut, muss ich sagen. Wir brauchen uns quasi eigentlich gar nicht zu beschweren. Steintechnisch läuft's auch super. Wir haben hier genug auf Reserve. Wir haben hier genug noch drin. Und boah, es läuft. Ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Start gemacht. Und hoffe natürlich auch, dass auch viele in diese Folge reinschauen und vielleicht auch bis zum Ende, weil es lohnt sich. Wir erwähnen es ja, ja, also zum einen lohnt es sich definitiv, uns macht sehr viel Spaß. Wenn ihr natürlich irgendwelche Sachen noch erklärt haben wollt oder so oder andere Ideen habt, ja, also der Doskas und ich, wir sind ja da völlig auch für Ideen offen, ja. Wir haben beide auf unserem YouTube-Kanal, in der Kanalinfo ist das, glaube ich, haben wir so eine Geschäfts-E-Mail. Also wenn ihr Ideen habt, gewisse Dinge zu bauen oder sowas und ihr habt selber Factorio, schickt uns doch Screenshots. Wir sind für Ideen völlig offen, ja, und freuen uns auch über Einsendungen. Ja, das stimmt. und ich würde einfach sagen, in dem Atemzug, Leute, wenn euch das gefällt, was wir bis hier so gemacht haben und ihr einfach mehr sehen wollt, vergesst nicht immer, uns auch mal einen Daumen da zu lassen. Benutzt die Kommentare, ob ihr das toll findet, was wir hier machen oder ob es totaler Mumpitz ist. Ja? Die Meinung darf man ja natürlich auch vertreten. Darf man? Natürlich. Ja, darf man. Sorry. Ich bin gerade hier. Mir ist gerade wieder eine Idee gekommen. Ja, ja, ich merke das schon. Du bist dafür. Ja, ich moderiere da mal alleine ab. Das ist ja in Ordnung. Dafür machen wir das ja auch zu zweit. Und mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Ich denke, dem Doskias auch. Oh ja. Weil gerade Factorio ein sehr komplexes Spiel ist. Und wenn du dich immer alleine um das ganze Zeug kümmern musst, da wirst du halt echt blöd da dabei. Oder irre. Ja, irre trifft's. Irre trifft es eigentlich ganz gut, ne? Ja. Weil du dann immer 25.000 Sachen zeitgleich machen willst und kommst dann eigentlich doch zu nichts. Ja. Lasst uns da oben da, benutzt die Kommentare und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, was bei unserem Kanal so los ist, lasst doch einfach ein Abo da. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Und nicht vergessen, folgentechnisch, Montag, Mittwoch, Samstag, 12 genau. Uhr mittags. Geht's ab mit Factorio. Da geht's ab. Da steppt der Bär. Genau. So, dann bleibe ich hier bei meiner wunderschönen Produktionskette stehen, die ich gebaut habe. No. Na ja. Bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.